Hallihallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück. Ich habe die Kamera noch ein weiteres bisschen nach links gesetzt und schau mal ganz kurz. Ja, jetzt könnt ihr alle Anzeigen lesen. Das ist doch fein, genauso wollte ich das doch haben. Und ich lasse Dinge hier, denn ich habe erstmal zumindest den Entschluss gefasst, hier keine Basis zu bauen. Das heißt, auch das Konstruktionswerkzeug lasse ich erstmal hier. Und ich versuche jetzt, ob wir zu einem der beiden Alien-Artefakte kommen. Zu einem der beiden neuen Alien-Artefakte kommen. Entweder wahrscheinlich das PK-8. Das Erbauer-Körperlager ist, denke ich mal, nicht von hier aus erreichbar. Aber ich weiß es auch nicht. Das werden wir sehen. So, da hinten kamen wir ja nicht lang. Da ist ja eine Tür. Ich werde hier das erste Mal gerade Luft holen. Und ich bin gespannt, ob wir aus dem unteren Raum überhaupt, also da, wo die Bahn hier endet, ob wir da überhaupt rauskommen. Weil ich fürchte, hier ist Endstation. Ich glaube, da war gerade ein Fisch, den wir noch nicht kannten. Ich habe zumindest das Gefühl, dass hier Endstation ist, weil ich glaube, hier hinten geht es nicht weiter. Das hätte ich beim letzten Mal schon gesehen. Ich kann ja mal ganz kurz gucken, ob es hier in die Richtung soll es weitergehen. Es gibt Lüftungsschächte nach oben. Ja, von da sind wir ja gekommen. Hier oben waren wir noch nicht. Ah ja, so kommen wir aber nur wieder. Vorbei. Ist das krass. Scheiße, ich hoffe, ich komme hier raus. Sonst haben wir echt ein Problem. Ja, wir kommen raus. Sehr gut. Zumindest können wir hier nochmal Luft holen. Scheiße. Ich habe keine Ahnung, wo wir jetzt rauskommen. An der Insel? Scheiße. Wir sind an der Insel. Aber das heißt, ich kann den einfachen Weg wieder reingehen. Um unsere Seebahn zu holen. Boah, das war gerade, da ging mir gerade richtig die Pumpe, weil bei sowas, ne, ihr wisst, das ist die schnellste Art zu sterben. Irgendwo in der Höhle zu weit reinschwimmen und dann nicht mehr rauskommen. Nicht mehr in Time rauskommen, zumindest. So, hier sind wir wieder beim Raumschiff.
Ich schwimme gerade noch mal kurz hoch, bevor wir wieder reingehen. Um noch einmal Luft zu holen. Ah, nee, es wird schon wieder dunkel. Ich hasse das. Dem muss ich nicht begegnen. Dem will ich wirklich nicht begegnen. Ich habe das Gefühl, ich habe den Eingang hier verloren von der Höhle. Da sieht es aber gut aus, da ist beleuchtet. Ja, hier geht es wieder rein. Perfekt. Eingang wieder gefunden. Hoffe ich zumindest. Ja, das sieht gut aus. Ja. Gehe ich mal kurz hier oben gucken, aber ich glaube, das führt einfach nur hier hin. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir durchs Bergwerk nicht... Ja, ist ja gut. Dass wir durchs Bergwerk nicht zum Körperlager und auch nicht zum Artefakt PK8 kommen. Wand im Weg. Moin, Gentlemen. Naja, ruhig. Wir hatten einen richtig schönen Follower. Wie heißt das? Follow-Bot-Zeug. Ja, kannst ja mal ein bisschen da bleiben. Ich muss euch mal Zugriff auf den Twitch-Chat geben, weil da gibt es eine Einklick-Funktion, alle Follower wieder zu entfollowen und alle einfach zu bannen. Das habe ich eben einmal verwendet, als die ersten 300 Leute drin waren. Aber ja, jetzt ist eigentlich alles ruhig. Die Behörden wissen schon Bescheid, falls da ein Anruf kommen sollte. Alles gut. Ja, das kennen wir ja schon nach da unten. Waren hier ein paar Spaßvögel unterwegs? Ja. Ein paar ganz lustige. Ja, mach ich nachher. Ich habe vorhin im Discord schon einige gebannt. Sollen sie machen. Wenn sie Spaß dran haben. Du kannst mir einfach im Modnest schreiben, wozu ihr Rechte benötigt bei sowas. Dann kann ich das einfach einrichten. Man lernt ja immer dazu, nicht wahr? Danke dir. So, es wird wieder Tag. Können endlich wieder was sehen. Auf jeden Fall relativ nah beieinander. Das ist schon mal ziemlich gut. Ist das noch ein... Das ist ein anderes Teil vom Schiff, ne? Hier waren wir noch nicht. Ja, da schwimme ich doch mal rein, würde ich sagen.
haben wir denn hier? Jukebox-Platte? Wie geil. Ich habe eine Jukebox-Platte gefunden. Genial. Mit Laserschneider öffnen. Machen wir das doch mal. Oh, die gehen ja schön schnell auf. Das ist ja super. Da ist noch Kupferdraht. Auch den nehme ich noch mit. Spart uns Kupfer. Das war's hier schon, wa? Da ist nochmal Laserschneider. Ne, das ist wieder eine Tür, die ich... Ich hasse das. Warum machen die... Warum nehmen die dieselbe Textur für Türen, die man öffnen kann und für Türen, die man nicht öffnen kann? Das ist doch scheiße. Das ist wirklich dumm gemacht. Da hätten sie einfach doch eine andere Textur nehmen können mit, keine Ahnung, grünen Griffen, wo man nicht rein kann. So, ich trinke erstmal nochmal kurz einen Schluck hier. Und nehme mir noch ein Wasser mit und esse noch so einen gepökelten Fisch. Schwupp. Dann können wir auf jeden Fall wieder entspannt reisen hier. Und dann gucke ich mal, ob wir eventuell noch woanders reinkommen. Aber ich fürchte fast nicht. Ich glaube, das war's hier, weil so riesig ist das ja nicht. Ne, das war's hier. Dann würde ich sagen, weiter in Richtung Artefakte. Apropos weiter in Richtung Artefakte. Ich muss erstmal ganz kurz hier einmal reparieren. Sonst wird das hier nichts. Sonst hatten wir nämlich gleich mal eine Bahn. Auf in Richtung Erbauer-Artefakt. Autsch. Da ist was. Dass man manchmal einfach so aus der Bahn rauskatapultiert wird, ne? Dock-Abteil, yes. Teil 2 von 3. Ich hoffe, wir finden noch das dritte hier, damit wir dieses Dockabteil bauen können. Oder ist der Bauplan gerade hinzugefügt worden? Guckt mal, was wir hier haben. Ich würde sagen... Sehr gut. Da ist... Guck mal, da ist noch ein Teil von einem... von einem fossilen Ding dran. Das ist ja krass. New technology acquired. Recyclotron. Okay. Ionenwürfel, sehr geil, immer gut. So, ich werde hier auf jeden Fall noch weiter erforschen. Das sind die Dinger, die ich nicht scannen darf, richtig? Ja. Lithium. So. Ich fürchte, ich bin wieder ein bisschen weggebackt hier. Von da sind wir gekommen. Hier geht es tatsächlich weiter rein. Da ist noch ein Seekoboldnest. Mal gucken, was da drinnen steckt. Krebswurfhaken. Sehr geil. Nehme ich sehr gerne. Ich gucke mich mal gerade ein bisschen so um hier, wie es weitergeht. Was haben wir hier noch? Aufwurfhaken. Was haben wir denn hier?
Antennenfrucht einsammeln. Auch lustig. Seebahn-Nachbrennermodus. Was es nicht alles gibt. Es ist wieder verbuggt. Habt ihr das gesehen? Ich war so, ich bin hier neben den Knüppeln. Das ist echt immer fies. Komme ich da weiter? Man weiß es nicht so genau. Doch, hier komme ich weiter. Ah, da war ich gerade schon. Es ist mega eng hier. Ich gehe noch mal ganz kurz. Ja, und jetzt bin ich wieder festgebackt. Ich hasse es. Mal kurz wieder wild bewegen, damit ich wieder speichern kann. Ich steuere mit der Macht, genau. Es ist leider, die Seebahn ist leider richtig hart verbuggt. Ich muss jetzt hier wieder so ein bisschen rumkrepeln, bis ich wieder speichern kann. Irgendwann komme ich gleich wieder, wenn ich es halt wild bewege, komme ich halt wieder dahin, dass ich speichern kann. Und dann kann ich laden und dann stehe ich wieder hier drin und alles ist gut. Aber das dauert halt immer so ein bisschen. Das ist total nervig. Hallo Sternchen, ich grüße dich. Schönen guten Abend. Oh, ich hasse das. Das ist echt ein verbuggtes Game, ey. Es ist unfassbar. Ich meine, mir kann hier nichts passieren, ne? Es ist halt... Ach komm schon, lass mich speichern jetzt hier. Mir kann ja nichts passieren. Da, so. Speichern. Na, jetzt muss ich kurz wieder laden. Und dann stehen wir wieder, können wir wieder einsteigen quasi. So. Zack, und jetzt sind wir wieder frei. Wunderbar. Was haben wir denn hier? Gold. So, ich werde mal ganz kurz einmal den Höhlenplan anmachen. Die Frage ist, von wo wir hier gekommen sind. Da drüben geht es auf jeden Fall weiter. Nee, hier in die Richtung muss ich. Genau, nach hier hinten. Hier geht's weiter runter. Okay. Ah ja. Gut, dann versuche ich hier mit der... Oh nein. Versuche ich hier mit der Bahn hinzukommen. Kaboom. Auf jeden Fall was ich gerne einmal scannen wollen würde. Falls ich das scannen darf. Darf ich nicht. Schade. Das finde ich immer blöd. Es ist sowas offensichtlich Außerirdisches und ich darf es nicht scannen. Ja, da kann ich mit der Bahn runter. Wir sind auch fast bei der Maximaltiefe jetzt hier von 300 Metern angekommen. Ich würde ja gerne unsere Maximaltiefe ausbauen auf, ich glaube, dann kommt 500 Meter oder 400 vielleicht erst, weiß ich nicht genau. Aber uns fehlt dieser komische Pilz dafür, dieser Würfelpilz oder wie der heißt. Maximum depth.
Genau, das ist das Problem. Aber ich hoffe, da können wir rein. Ach, da war das... Hä? Ach, hier sind wir an dem Ding, was wir eben gescannt haben. Ich bin doch weiter nach unten. Moment mal. Das ist ja interessant. In welche Richtung soll das andere Artefakt denn jetzt sein? Nach da hinten. Hier würde ich noch weiter runterkommen. Ich bleib mal hier stehen. Und versuche mal, ob wir da runterkommen. Dockabteil. Das haben wir schon. Das heißt, wir können jetzt, wenn wir das nächste Mal zur Station zurückfahren, können wir den Dockabteil bauen und den Krebs mitnehmen. Vielleicht können wir aber im Krebs schon Tiefenmodule so einbauen. Boah, okay. Okay. Okay, das ist tief. Hier gibt es auch keinerlei Sauerstoffpilze mehr. Ich will nur wissen, was das da ist. Große Kristallformation. Ja, das sehe ich. Ich traue mich hier nicht lang. Das ist mir zu tief, Leute. Das ist mir eindeutig zu tief. Das finde ich zu krass. Wir sind auf fast 500 Metern. Das finde ich erheblich zu krass. Das darf ich nicht scannen hier, das Ding. Das sieht auf jeden Fall wahnsinnig gefährlich aus, genau das. Und wir kommen auch dem Erbauerkörperlager und dem Erbauerartefakt nicht näher von hier aus. Ich muss beim nächsten Mal dringend daran denken, Bojen mitzunehmen, weil ich wüsste jetzt nicht mehr, wie ich hier wieder hinkomme. Oh oh. Autsch. Ich muss gleich erstmal nochmal kurz reparieren hier. Ah, das ist bei diesem... Also, ich fahre jetzt mal ganz kurz hier zu diesem Schiff und guck mal in die Richtung. 800 Meter... 800 Meter südöstlich. Südosten 800 Meter, 900 Meter ungefähr. Gut, ich werde mal ganz kurz... Jetzt hör halt auf. Ich werde mal ganz kurz die Bahn reparieren. Wo ist er hin? Da ist er. Komm her und ich gebe dir einen auf die Mütze. Na gut, will nicht herkommen. Finde ich sogar noch viel besser. Sag mal. Verpiss dich. So, ich weiß ja jetzt, dass die nur bellen und nichts tun. Und wenn sie verwundet werden, sofort abhauen. Gut. 900 Meter südöstlich. Da komme ich auf jeden Fall immer hier hin. Ich würde auch sagen, wir bauen hier unsere nächste Basis, ihr Lieben. Weil hier geht es enorm tief runter. Hier ist halt nicht so viel Platz, aber hier ist definitiv genug. Aber hier sind halt auch diese Viecher. Aber hier sind genug Wärmequellen. Erzeugen die Dinger Wärme? Weiß ich gerade gar nicht. Nein, 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 nein. Nein.
kann hier wieder nicht raus. Oh, ich bin wieder festgebackt. So ein Scheiß. Ich kann hier nicht raus, ich bin festgebackt. Und das in so einer Situation, so eine Scheiße. Oh Gott. Nicht nochmal, nicht nochmal. Ich will hier weg. Ich will hier weg. Ich will hier doch nur weg. Oh, ich hasse diese Seebahn. Die ist so buggy, Leute. Die ist so buggy. Ich habe mich erschrocken und wollte aussteigen. Und das war mein Untergang. Scheiße. Ich hasse das, ne? Ja, jetzt kann ich raus. Sehr gut. Ja. Einmal speichern und verlassen. Was ist das denn jetzt hier? Aktualisieren. Ah, das war der Twitch-Chat. Sehr geil. Sternchen, vielen, vielen Dank für den Resubscribe. So.